Die Passionen von Johann Sebastian Bach gehören zu den großartigsten Sakralwerken der Musikgeschichte. Die Johannespassion oder die Matthäuspassion beispielsweise gelten als Referenzwerke der Barockzeit und werden besonders zu Ostern weltweit aufgeführt. Dass der Großmeister aus Sachsen auch dem Evangelisten Markus eine Passion gewidmet hat, ist wenig bekannt. Das liegt einfach daran, dass große Teile der Originalpartitur verschollen sind. Aber das Ensemble Bachwerk Vokal aus Salzburg hat eine bemerkenswerte Lösung gefunden, wie Bachs fragmentarische Markus-Passion dennoch sinnvoll aufgeführt werden kann. Das Textbuch und die Originalchoräle von Bach sind da und auch bei den Arien gibt die Musikwissenschaft weitgehend Auskunft darüber, welche Stücke der Meister für seine Markus-Passion vorgesehen hat. Aber was zur Gänze fehlt, ist die zentrale Musik für den Evangelisten. Das Bachwerk Vokal hat sich entschlossen, die fehlenden Teile mit radikaler Avantgarde zu ersetzen. Des hohen Priesters Mägde, seine und das. Wir lassen diesen Bruch zu, nehmen Bachs originales Textbuch und lassen dies zeitgenössisch vertonen von einem der renommiertesten, möchte ich sagen, Komponisten der jüngeren Generation aus Österreich, von Jakob Gruchmann. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Der Salzburger Komponist Jakob Gruchmann hat eine eigene Tonsprache verwendet und dennoch Rücksicht auf Bach genommen. Er hat die schwindelerregend hochgelegenen Balkone und Emporen für einzelne Musikergruppen verwendet und den bis zu 10 Sekunden langen Nachhall in der Kollegienkirche beachtet. Mein Ziel ist schon auch, dass das Ganze ineinander überlappend, übergreifend, wie ein Stück letztendlich funktioniert, sodass man vielleicht gar nicht genau weiß, aha, wo ist jetzt da der Schnitt, wo ist jetzt Bach aus und wo beginnt Gruchmann. Also es war schon sehr spannend. In der Markus-Passion von Bach und Gruchmann wird also der Barockklang auf die radikale Moderne treffen. Und wie wird sich das anfühlen für das Publikum in der Kollegienkirche? Ich glaube nicht, dass man das Gefühl hat, dass man in einem reinen Avantgarde-Konzert ist und auch nicht in einem reinen Barockkonzert. Und genau diese Mischung macht es. Man wird aber trotzdem, das glaube ich, davon bin ich überzeugt, das Gefühl haben, dass man in einem geschlossenen Ganzen sitzt. Zum geschlossenen Ganzen trägt nicht nur die bis in die Kuppel hinaufreichende Lichtskulptur Lumen Christi bei, sondern auch die halbszenische Gestaltung des Bühnenraums. Ich hoffe, dass sich alle Leute angesprochen fühlen, nicht nur die, die einen besonders engen Bezug zur Kirche oder überhaupt zur Bibel oder zum Glauben haben, sondern auch Leute, die das eher nicht haben, aber die trotzdem für sich daraus eine Botschaft oder eine ganz eigene Vision mitnehmen können. Die Kollegienkirche ist ein gigantischer Sakralraum, der sich einmal mehr als Bühne für die Kunst bewährt.